Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Part Digimon 2003. Heute wieder mit Endotris. Hallo. Ich wollte zwar eben die Forscher machen, aber irgendwie klappt das nicht so, wie ich es will. Weil die Ja. Forscher entweder nicht da sind oder beschäftigt sind. Mach mal halt den erstmal kaputt. Mache ich erst die Bosse kaputt. Ich kopf die Sache nicht mehr an. Ach, ihr seid's wieder. Ja, klar, los kämpfen. Du bist kein Gegner für mich. Du hast doch nur Angst zu verlieren. Was? Nicht wahr? In Ordnung, wenn du willst, kämpfen wir. Er wird auf jeden Fall sein, der gleich verliert. Ich glaube, so stark ist er gar nicht mehr, oder? Nee. Du hast ihn viel zu spät gemacht. Jetzt ist es nur noch ein langweiliger Kampf. Ich habe noch ein paar andere. Okay. Ist das jetzt sowas Vorbereitung vor dem letzten Boss? Kann man sagen, ja. Ich habe noch. Nachdem habe ich noch 1, 2. 3, 4 vielleicht so, 4 Bosse. Ja. Ah, hallo! Ich hab mir dann Digimon gekillt. Das war ein One-Hit-Treffer. Muss Omni-Man haben. Oh, du hast Omni-Man? Mhm. Cool. Man kann sogar zweimal greifen. Ja, das geht manchmal. Nur Gilmon kriegt mal wieder nichts ab. Ah, nicht schlimm. Das war Gegner Nummer 1 auf diesem Server. Ich hab verloren. Wie war das? Ich bin ziemlich stark, nicht wahr? Oh, in Ordnung. Ich schenk dir. Er schenkt dir das. Also, vergib mir. Was? Ein rostige Katana? Oh, na gut. Ich werde hier in Frieden leben. Lass mich bitte in Ruhe. Alles klar. Wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Gegner. So, jetzt sind wir wieder in Amaterasu Kanalisation. Und vor uns steht ein Warcraemon in Schwarz. Black Warcraemon. Sagen wir zweite Staffel. Jetzt sagen wir doch mal hallo. Ich bin Black Warcraemon. Willkommen, mutiger Tamer. Kämpfen mit mir. Du willst wieso nur kämpfen? Klar, ich besiege dich. Du bist echt mutig. Echt Mut. Du hast echt nur so. Komm schon, zeig dir meine Kraft. Na gut, fangen wir an. Ach, wie niedlich. Oh, das hat schon was auf Kasten, würde ich gerade behaupten. Viel mehr auch nicht. Also da ist Piatmon stärker. Na ja, gut, ich habe auch gelevelt wie wahnsinnig. Trotzdem hat die Piatmon wahrscheinlich immer noch Probleme. Oh, Terra Force. Terra... desto schwarz, ne, Schwarzmaß übernehmen gerade. Ja. Das juckt mich nicht. Ach, wie süß. Och, boah, nö. Nochmal schwarze. Schwarze Planetenkraft. Das hat man Digimon um. Nein. Komm, Warcraemon gegen Warcraemon. Ich hab doch keine Finalattacken, ne? Shit.
War schon mal eine Lebensdiskreibär. Am liebsten würde ich jetzt für die, Dings. Für eine. Notification, ob die Attacke heißt, nutzen können. Planetenkraft. Was wird's. Warum holst du jetzt Metall da rum? Ich hab keine Planetenkraft. So weit wäre ich mit Frau Krämer nicht gekommen. Und jetzt holst du niemand mehr was. Ja, ich hab den als DNA und als Dings Digimon. So, Boah, Greymon, Metallgarumon, DNA-Digitation zu Omnimon. Schöner damit. Terra Destroyer. Okay, jetzt weiß ich, wie die Attacke heißt. Schwarze Planetenkraft. Uhu! Jetzt sind wir mal dran. Nee. Ich will noch mal Terra Destroyer, Schwarze Planetenkraft. Der macht aber wirklich nur Schwarze Planetenkraft. Ja. Er kann's halt, ne? Metallische Wolfskralle. Fast am Arsch. Ja, nur fast. Ja, leider nur fast. Schon wieder diese schwarze Planetenkraft. Kann er nichts anderes? Nö, ist Black War Greymon. In der Serie kann er auch nichts anderes. Er macht ja auch immer nur das gleiche. Schwarze Planetenkraft, bis er sein Schicksal fügt. Und das Schicksal ist es zu sterben. Ja. Einfacher Kampf. Ja. Du bist wohl kein Schwätzer. Sowas habe ich schon 100 Mal gemacht. Du gefällst mir. Nimm sie dir. Klasse, ich habe die Platin-ID. Versuch, der Stärkste zu sein. Das ist das Geheimnis eines großen Tamers. Was bringt die Platin-ID? Gute Frage. Das Item habe ich, glaube ich, noch nie erhalten. Weil ich, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen bin, hier runter nachzusehen. Appetiten. Da. Rang 4 Training Ticket. Okay. Heißt das, man kann noch besser trainieren? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich mache jetzt weiter mit den Mini-Bossen. Das sehen wir uns dann gleich wieder. Weiter geht's in den Mini-Bossen, optionalen Bossen. Wir sind hier in die Protokollruinen und wie ihr schon sehen könnt, habe ich Black Mega Gaggumon vor der Nase stehen. Ein böser Henry mit einem böses Teriamon verschmolzen. Oh. Was denn? Ich habe das gute Teriamon. Boom, boom. Ich bin schwarzes Mega Gaggumon. Willst du mit mir kämpfen? Ja. Okay, ich kämpfe mit dir. Super. Ich hatte schon Langeweile. Fangen wir an. Langeweile, davon habe ich genug. Es ist nicht so leicht, mich zu schlagen. Ha 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 ha. Werden wir ja sehen. Auf jeden Fall halt viel aus und es benutzt gleich seine Megatackel. Nein, Megatackel sieht anders aus. Das war langsam mich nur. Schon stumm genug, den kannst du mal zweimal angreifen. Das Heilen war unnötig.
Wenn man seine Stärke wissen. Ja, ja. Geht. Aller gut. Final Application. Hast du schon seine... Das ist ein Finisher, ja. Und das ist sein Finisher. Das Schöne ist an der Attacke, ich schleudere das mit doppelter Stärke zurück. Aber der macht ja nur so einen kleinen Strahl. Er ist ausgewichen. Er hat's geblockt, ja. Ich hab's gesehen. Musst du nochmal machen. Ja, er macht die wieder. Ich finde diese zwei Raketen extrem cool mit dem Smiley. Mhm. Getroffen? Ja. Schöner Schaden. Ja, weil das doppelt so stark wird in die Attacke. Das ist der Effekt von dem Finisher. Mega Break. Verlangsamt das schon wieder. Ja. Ah, der Gegner ist auch kein Problem. Ne. Schon wieder? Ja, das ist eine Attacke halt. Warum macht er die so? Weil er wahrscheinlich das verhindern will, dass ich links einsetze. Ich möchte schon. Ich denke, mit zwei Lanzenangriffen dürfte ich den Blatt haben. Aber ich würde nochmal heilen. Ja, stimmt. Er zieht mir doch immer 800 ab. Den hätte ich jetzt nicht überlebt, die Attacke. Ja. Mal heilen. Dadurch, dass ich langsamer geworden bin, kann er immer zweimal angreifen. Ja. Ach nee! Doch überlebe ich. Ja. Nur durch deine Heilung gerade. Ja. Du hast so viel Glück. Theoretisch hättest du jetzt auch angreifen können, müsste es geht, der Gegner ja tot gewesen sein. Ja, aber ich. Ja, ich bin Normalgeschwindigkeit wieder. Jetzt lauter nicht wieder. Ja. Das war's mit dem. Mit einem Digimon. Juhu. War nicht schwer. Nö. Wow. Du hast gewonnen. Na klar. Ich hab mit allen gekämpft. Eigentlich nicht. Wow, erstaunlich. Ich gebe dir dies. Toll, jetzt habe ich den Wildnishelm. Viel Glück, ich drück dir die Daumen. Alle gut. An der Stelle mache ich wieder einen Schnitt. Bis zum nächsten Gegner. Da sind wir wieder und wie ihr sehen könnt, sind wir im Drantal. Vor uns steht ein schwarzes Imperial Dramon im Drachenmodus. Juhu, auf geht die Post. Ich bin schwarzes, ich bin
Black Imperialtrabern der Boss. Du musst mich bekämpfen. Okay. Sicher, ich besieg dich jederzeit. Du hast Mut, du gefällst mir. Oh, er will ein Date. Ey, ich hab auch Stärke. Du hast viel Vertrauen. Super, das ist ein super Spiel. Also meinem privaten Spielstand konnte ich ihn nicht bekämpfen. Da hat er immer gesagt, besiege die AOA. Alles klar. Den kleinen mal an. Ach, es geht von der Stärke her. Ja. Wie viel Schaden macht er? Gerade keinen. Weil ich geblockt habe. Du blockst alles grad. Sag das nicht so leichtfertig. Das hat ein Galantmann grad so drauf. ja. Galantmann ist auf dem Arschloch-Trip und hält sich für was Besseres. Hast du ihn Drogen gegeben? Weiß nicht. Oh, Mega Crusher kommt jetzt. Blockt ja auch noch, pass auf. Die Attacke sieht aber wieder geil aus. Niedlich! Ja! Wie süß du bist! Ja. Komm, mach nochmal Mega Crusher. Da pusht dich mit Final Fication weg. Fication. Keine Ahnung, wie die Attacke heißt. Ach, wie niedlich wir sind dran. Tot. Nicht ganz. Na gut, dann noch ein Auto-Attack. Jetzt ist der Marsch. Wenn sie bei Mega Gakumon und Warcry wurde, Tick stärker. Viel stärker gewesen. Ja. Verloren, du hast Power. Na klar, ich hab bis jetzt immer gewonnen. Du bist großartig. Hier, ich gebe dir dies, nimm es. Cool, ich hab jetzt den gefährlichen Helm. Was bringen dir Helme? Keine Ahnung, der Kampf hat Spaß gemacht, komm wieder. Alle gut, wir sehen uns dann gleich wieder zum nächsten Gegner. Komm zurück in dem Dschungelschein Amaterasus Server. Und wir sind hier vor Plex Seraphimon. Einer der drei Engel. Ich bin Schwarzer Seraphimon. Du bist an diesen göttlichen Ort gekommen. Wie meinst du das? Das bedeutet, du kämpfst mit mir. Gewinnst du, lasse ich dich gehen. Verlierst du, ist es dein Ende. Okay, verstanden. Also machen wir das. Wart's ab. Mach dich auf etwas gefasst. Das hat Imperial Dramon, Black Wargamon und Black Gargamon gesagt. Und alle haben verkackt. Jo, Marcel, wie ist so deine Stärke? Deine Stärke? Niedlich. Außer kommt euch mit Seven Heavens an. Sieben Lichter. Sieben Himmel. Sieben Himmelskugeln normal. Zur Deutschen. Oder. Und in der dritten Staffel gab es auch ein böses Seraphimon. Vierte. Ah ja, vierte, stimmt. Da waren es die sieben finsteren Himmelslichter. Das heilt sich gleich. Oh, jetzt hätte ich machen müssen. Ja. Er blockt's ab. Ja. Wie geil. Komm du. Jetzt lass ihn nicht blocken. Sonst wirkt die Attacke nicht.
Ist das nicht süß? Oh ja. Das fast tot. Ah, schätze nicht, er kann sich heilen. Das kann jeder Seraphimon. Beziehungsweise Patamon und, nicht Patamon, aber Angemon und Magne Angemon. Da ist er auch schon. Dann geht in die zweite Runde. Ja. So, jetzt Walker irgendwann raus. Nein, ich hab getauscht. Ich wollte Dings machen. Den Adi-Tatzer. Ja. Und dessen Schaden zu testen. Mach ich jetzt aber auch gleich. Metallgarurumon, Blackboard Greymon, DNA-Digitation zu. Wo ist das Blackboard Greymon? Warn Greymon, DNA-Digitation zu. Omnimon. Klar. Noch so ein Angriff des Visamarsch. Okay. Schatten ist niedlich. Ich glaube, ich muss das jetzt nicht nochmal machen. Ja, Borgelmon. Ja, Metallgarurumon. Warum musst du das machen? Ich find's cool. Ach so, du findest es cool. Ja. Ich mochte zwar die DNA-Digitation nicht wirklich in der zweiten Staffel, aber hey. Es gibt ein gutes Digimon. Aha. Okay, jetzt besiegt. Flasche. Katakomben. Jetzt hat der Seraphimon nicht schwach. Ich weiß, wie stark und mutig du bist. Ich habe deinen Mut getestet. Spitze. Ich gewinne gegen alle diese Curry. Das ist der Geist. Bestanden. Als Beweis gebe ich dir das. Yay. Der Sniper-Anzug. Sniper? Der Weg wird sich durch Mut zeigen. Gib nicht auf und halte durch. Alles klar. Da sage ich bis zum nächsten Gegner. Und das sind wir wieder in der Dumm-Dumm-Fabrik. Kommandozentrale. Wie ihr seht, steht hier schon ein schwarz Walkwolmon. Wow, ein Thema. Lass uns spielen. Mir ist so langweilig. Ich kann nicht lange spielen. Ich weiß, nur etwas ein Kampf. Oh, in Ordnung. Ich mach's dir nicht so leicht. Das gefällt mir. Wow, ich hab nach langem nicht mehr gekämpft. Irgendwie sagen sie alle, du gefällst denen. Ich glaube, die wollen alle was von dir. Ja. Mach ihn fertig. Schau mal so cool. Rein. Der kann nichts. Oh doch. Naja, geht so. Das stärkste war bis jetzt dieses Black Gargomon.
Schöner Damage. Fein gemacht. Er hat eine Atomrakete um die Ohren. Komm, jetzt block deine halt. Ja. Niedlich. Ja. Komm schon, mach nochmal Angriff. Der Zeug ist ein bisschen stärker wie der Tropic Blaster. Viel stärker. Ja. Besiegt. Langweilig. Operationsraum. Verloren. Hat aber Spaß gemacht. Danke. Ebenso. Ich muss gehen. Hey, warte. Ich geb dir dies zum Dank. Toll. Die gefährliche Rüstung. Hehe, ist das nicht cool? Es ist mein Schatz. Also geh bitte Vorsicht damit um. Ah gut, jetzt kommt ein wildes Digimon. Das ist ja sowas von cool. Wir sehen uns gleich bei dem voraussichtlich letzten dieser Digimon. Bis gleich. Hallo Leute, willkommen zurück. Zum letzten Gegner dieses Parts. Das ist King Schatzkönig Nonemon. Wer bist du? Du bist im Reich des schwarzen King Nonemon. Oh, was zum... Du bist aber ein buntes Nonemon. Glaub nicht, ich sei wie andere Nonemons. Ich bin Black King Nonemon. Stehe weit über den anderen Nonemons. Über den anderen? So siehst du aber nicht aus. Dann zeig ich's dir. Kampf gegen eine Schwuchtel. Gegen einen Kackhaufen. Der ist ja ziemlich klein. Ja. Aber hält was aus. Ja. Aber sein Angriff ist niedlich. Ja. Ich bin gefroren. Du bist eingefroren? Ja. Du bist vor seine Scheiße erfroren. Ja. Dark Pipi, was? Dark Pupil. Hab eben Dark Pipi gelesen. Dunkle Pupillen. Mal gucken, wann sich mal dein Digimon wieder bewegen kann, wa? Ja, das kann sich jetzt um Schuppen handeln. Aber dafür bist du nicht so blöd, oder was? Kann jetzt das wirklich nur rumstimmen. Mein Digimon ist gleich tot. Ja, das war's. Ne. Okay. Das war's wohl für Galtmon. Ja. Welches Level ist der Raffimon mittlerweile bei dir? 85. Hat also auch schon seine letzte Attacke. Geht ja noch. Geht ja
sicher noch? Hat keinen Schaden. Erfroren. Ich glaube, du hast ein großes Problem gerade. Ja. Für diesen Boss werden viele wahrscheinlich Lebensdistanz weggehen. Mhm. Ich bin gleich tot, wenn ich mich nicht bewegen kann. Kann's auch nicht. Dem prate ich gleich eine über, du Scheißvieh. Ich habe auch eine Idee, was du machen könntest. Erstmal muss ich dafür sorgen, dass mein Digma wieder belebt wird. Ja. Danach habe ich trotzdem noch einen Plan. Okay. Okay, dann tut wieder frieren. Woher wusste ich das? Hm. Leute, der Kampf wird wahrscheinlich sich noch ein bisschen rausziehen. Mhm. Beschissenes Digimon. Na warte, wenn ich dann irgendwann wieder frei bin. Ich hab schon eine Idee, was du machen könntest. Ja, wenn ich mal drankomme. Omnimon kann von mir aus sterben, ist egal. Ich hab 5000 MP. Ja. KP, HP. Oh, es hat geblockt. Aber immer noch bewegungsunfähig. Block weiter. Hat's schon wieder geblockt? Mhm. Ah! Weil die Attacke friert immer ein. Und wenn ein Digimon blockt, kann es halt nicht einfrieren. Jetzt wird es wieder einfrieren. Ich bin die ganze Zeit einmal gefroren. Ich habe dann immer noch den Effekt. Warum konntest du denn irgendwas machen? Weiß ich nicht. Manchmal bin ich nicht bewegungsunfähig. Dadurch. Wie jetzt? Mach einfach nicht. Ich hab meinen Finisher gar nicht. Ich will es so platt machen. Wie? Einfach angreifen. Ich will hoffen, dass ich nicht am Ende ja drauf gehe. Dieses Simon wird am Ende drauf gehen. Handelt sich nur um Stunden noch, Leute. Ich geb ihn noch 4 Minuten. Wieso, oder das ist tot? Ja. Hab schon. Meine Freundin musste gerade einen Überraschungstest schreiben. Okay. Vielleicht. In welchem Bundesland liegt die denn? Nordrhein-Westfalen. Warum hat die Schule? Ja. Die haben da schon wieder Schule. Ach so. Die hatten vor 2 Wochen noch Ferien. Komm schon. Genau wo ihre Ferien aufgehört haben, haben meine angefangen. Ist ja toll. Ja, fanden wir auch. Du konntest sie gar nicht besuchen. Ich gehe sie in 2 Wochen besuchen, Wochenende wenigstens. Ah, du weißt ja, wenn Frauen mal ihren Freund nicht sehen, kriegen sie eine Krise. Das ist fast du. Was? Ist fast tot.
Ich würde lachen, wenn es irgendwie einen Instant-Kill machen würde. Dafür ist es zu doof. Das ist doch scheiße, was willst du erwarten? Na, die Scheiße hat dir von den Bossen am meisten Probleme bereitet. Das stimmt. Omnimon hätte ich wacker dagegen. Wenn nicht Omnimon, wer sonst? Weiß ich nicht. Jetzt hat dein Dämon aber Probleme. Ich komm schon, das ist geringfügig. Ja, jetzt hat dein Dämon ein kleines Problem. Ja, wenn ich dich gleich wieder zum Aufladen komme. Mit Omnimon doch abkratzen. Es ist abgekratzt. Omnimon! Hier Schweine! Was kommt jetzt? Oh, du hast dieses Dämon auch noch. Ja. Und es greift an. Nein! Komm schon. Scheiße, schon wieder von vorne los, ja? Wie gesagt, ohne Omnimon kannst du nicht gewinnen, wahrscheinlich. Komm schon, mega Gakumon. Du bist so eine große Maschine und dann der Scheiß? Mhm. Du warst doch mal so ein süßes kleines Teriamon. Kann deine Digimon auch, kann dein Computer auch, wenn es erfriert, noch arbeiten? Glaube ich nicht. Siehst du? Es hat einen Rückzug gemacht, yay! Ja, in der Hoffnung, dass ich jetzt angreifen kann. Dass nicht der Fall sein sollte. Und jetzt greift er wieder an. Komm, block nochmal. Komm schon, greif an! Das ist das rasche Ende für mich, bei der Digimon. Du hast doch noch einen Digimon. Ja. Och Manno! Was denn? Ich will angreifen! Kackhaufen sagt nein! Kackklappen sagt nein! Du kennst gegen Pascal? Nein! Wenn du Kackklappen sagst? Wär doch mal ab, du! Greif mal an! Ich hasse das, wenn ich überhaupt nichts tun kann. Also jetzt einmal die Attacke machen, dann könnt dann niemand vielleicht mal angreifen. Lass das Stern, dann hast du wenigstens noch ein Digimon, was wieder heilen kann. Ja, wenn ich zum Angreifen, wenn ich dazu kommen würde, würde ich jetzt auch machen noch. Ich würde dir was machen, wenn ich könnte. Nur dein Dämon kann nichts mehr machen. Es wird sich jetzt seinen Tod entgegensegnen. Das heißt, zwei Lebensdes musstest du nutzen. Eine. Eine hast du schon benutzt und wenn jetzt das andere Dämon. Du musst ja gleich wieder eine neue Lebensdes nutzen. Mhm. Außer du willst provozieren zu. Ja. Taumon? Taumon ist 99. Okay, jetzt hoffen wir mal. Ja, gut, nimmst du es.
Oh, er greift nicht an, denn Digimon wird nicht erfrieren. Stimmt. Technik. Elektrobot. Es lebt noch. Okay, es ist tot. Ja. Was soll deine Mega-Attacke zum Schluss? Weil es so schön ist. Ah! Wieso kannst du dich nicht bewegen? Weiß ich nicht. Ich hab dich eingefroren. Arme Odessa. Boah, ich klatsch das Ding jetzt sowas von rein. Zauberpinsel oder Zauberschrift heißt, glaube ich, die Attacke. War tot. Kackhaufen ist tot. Das war eine schwere Geburt. Ja, eindeutig. Zum Glück habe ich die ganze Scheiße zum Ende gemacht. Oh nein, ich habe verloren. Aber du warst recht sehr gut. Du bist wirklich ein König. Wirklich? Ich bin froh, dass du das sagst. Bist ein guter Kerl. Ich geb dir das. Yay, ich hab den Bit. Was? Adapter. Adapter? Kennst du keinen Adapter? Schon, aber nicht, was es nicht im Spiel tut. Vergiss mich nie, den King Numemon. Alles klar. Der König der Kackhaufen. Jo. Jetzt gehen wir zurück und dann speichern wir. Oder willst du jetzt noch 20 Minuten aufnehmen? Nein. Mehr Bit im Kampf. Cool. Ich krieg mehr Geld. Alles gut, Leute. An diesem Punkt verabschiede ich mich wieder. Bis zum nächsten Mal. Der heißt Digimon World 2003. Ciao.